In den späten 40er Jahren brechen fesche Walserburschen auf, um die Ringerwelt zu erobern. Beim SAK lernen sie unter Georg Weidner ihr Handwerk, bevor einige von ihnen als Legionäre in die Ringer Hochburg Reichenhall vordringen, um dort für Furore zu sorgen. 1950 dürfen sich Bartl und Georg Prötzner sogar deutsche Mannschaftsmeister nennen. Dass man nach diesem großen Erfolg im Ausland zu Hause über eine gewisse Eigenständigkeit nachdenkt, liegt wohl an der Mentalität der Walser. Schnell war man sich einig, Wals braucht einen eigenen Ringerverein. So wurde am 10. August 1952 der AK Wals gegründet. Federführend war Matthias Berger, unterstützt von Bartl Prötzner, Hans Haring und Andreas Berger. Nicht ganz einig war man sich wohl über den Vereinsnamen. Am Mitgliederausweis steht plötzlich Club mit C geschrieben. So dürfte der noch junge AK Wals ein frühes Opfer von Anglizismus in Österreich geworden sein. Gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Martin Prötzner, dem ehemaligen Amtsleiter Franz Berger und Josef Lindner sowie dem derzeitigen Ehrenpräsidenten Ingenieur Josef Koch dürfen sich die Vereinsgründer noch im selben Jahr über den ersten österreichischen Mannschaftsmeistertitel freuen. 45 weitere sollen bis heute noch folgen. In der Meisterregie 1952 mit dabei sind die Ehrenmitglieder Georg Winkler, Georg Prötzner und sein Bruder Bartl Prötzner. Was sich bis heute nicht geändert hat, bereits zur Gründerzeit blickte die Konkurrenz etwas neidvoll nach Wals. Wir waren ja früher die Besten, da sind wir öfters Staatsmeister geworden. Und dann ist halt Wals gekommen. Nicht? Die haben natürlich dann aufgrund ihrer Zugehörigkeit, das heißt, die haben ja sonst nichts weiter gehabt, diese Burschen dort nur zum Trainieren. Nicht? Und so bei uns war ja doch das so, der eine ist halt, Fußball spielen gegangen. Sportlich gesehen waren die Olympiateilnahmen von Bartl Prötzner die Höhepunkte. Für ihn als jungen Sportler ein unvergessliches Erlebnis. Zum Beispiel Melbourne 1956. Über Erlebnis, glaube ich, war ja der Flug nach Melbourne. Da hat es ja einige Zwischenstationen gegeben. Zuerst einmal Skandinavien, Kopenhagen, Schweden, Finnland. Von Anchorage oben auf die... Nach Hawaii? Nach Hawaii. Die Fiji, nach Hawaii. Ja. Nein, der Sandstrand für uns. Dann wir meine haben die so zu Hotels, nicht? Steht da so ein großes Labor da, Ananas und... Nein, was laut. Und ich hätte einen, da war es von der Ami, haben wir ab und zu angekriegt. Und da haben wir gegessen und dann eine, die ein Ding aufgestellt. Ein Buffet nicht. Alles, was da oben nehmen können. Und dann haben wir aussehen auf den Strand und wir sind nicht. Denken wir, was da an die Parellen in der Hand. Legen sie sich auf und geht schon mit den Händen mit dem Ding auf einmal an die Hintern. Was weiß ich, einen halben Kilometer oder nur weil. Die wollen Reiter. Steigen die auf und ja, für mich war das eine Sensation. Diese für einen Sportler wunderbaren Erlebnisse haben sogar vergessen lassen, dass man als Österreicher im Wettkampf von den großen Ringernationen schnell übervorteilt wurde. Mit der Bronzemedaille ist er knapp nichts geworden, glaube ich. Ja, ist nichts geworden. Ja, du kannst nichts machen. Habe ich schon gehabt und das abgekannt. Wieso das? Ich war nicht auf der Ding ist schon gestanden, dritter. Und dann ist es weg gewesen. Kann man sagen, ist nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen, oder? Ich weiß es nicht. Weiß das nicht. Aber die heimische Presse und viele andere haben es gewusst. Es war ein Skandal. Bartl Prötzner ist in Melbourne um seine Medaille betrogen worden. Wohl auch deshalb sind ihm die Erlebnisse rund um die Spiele besser in Erinnerung geblieben, wie der undankbare vierte Rang.